Ne? Du und ich wollen uns davon nicht täuschen. Ciao, eigentlich ciao. Haben wir uns alle lieb und eigentlich sind wir alle freundlich und ich sehe ein Game. No. User Laptop Channel. Gut. Dann wollen wir mal. Nämlich mit Devil May Cry 5, dem sechsten Teil der Trilogie. Nein, eigentlich der fünfte Teil, weil der Reboot DMC ist ein Teil, der komplett für sich steht und mit den ganzen anderen nichts zu tun hat. Es ist trotzdem gefühlt der sechste. Hat aber chronologisch nichts damit zu tun. Ja, was ihr jetzt erwarten könnt von meiner Wenigkeit, ich habe den Run auf zweifacher Geschwindigkeit gesehen. Ich kenne das Franchise ab 3 aufwärts. Ich versuche euch ein bisschen zu erklären, was hier gerade los ist. Und ja, fangen dann einfach mal mit dem Prolog an. Das Ganze ist chronologisch aufgebaut. Also es wird eine Geschichte erzählt, wie so oft im Devil May Cry-Universum. Und wir starten als... Namen vergessen. Wir starten als Nero. Doch, Nero. Warum habe ich Nico immer im Sinn? Schlimm das. Auf jeden Fall rennen wir in der Hülle rum. Was Dummes. So, Nero ist gerade dabei, Dante zu verfolgen, der vorgegangen ist in dieses Weltenbaumkonstrukt. Und hier sehen wir auch das erste Objekt, was ziemlich wichtig ist im ganzen Devil May Cry-Universum, nämlich die roten Orbs. Und wie so häufig, wir bekämpfen Gegner, können weitergehen. Wenn wir die Gegner nicht brauchen, um Progress zu machen, überspringen wir sie einfach, weil schneller. Genau. Der Buchstabe, den wir jetzt da gerade neben unserem Charakter sehen, ist unser Kampfrang. Umso besser der Kampfrang zum Abschluss ist, desto mehr Bonus-Orbs kriegen wir zum Schluss, wenn wir ein Level vollkommen abgeschlossen haben. Dieser wird gefüllt, der Meter, den ihr da seht, wird gefüllt durch Kombos mit Schwert- und Fernkampfwaffe, mein Gott. Jeder Charakter im DMC-Universum hat verschiedene Waffen und verschiedene Möglichkeiten, Kombos auszuführen. Genau, und mit den Orbs können wir halt Kombos verbessern und generell uns Neros Fall zum Beispiel weitere Arme kaufen, um halt das Kampfarsenal zu erweitern. Die Arme, die Nero nämlich besitzt, die gehen nach einer Zeit kaputt. Das heißt, sie müssen ausgewechselt werden. Und ich glaube, man kann immer pro Level 6 Arme voreingestellt mitnehmen. Aber man muss diese halt vorher kaufen, ja, um diese dann halt auch ausrüsten zu können. Ja, und siehe da, gucke mal, da springt Nero gerade raus. Juhu! Ja, am Ende eines jeden Kapitels sehen wir halt, wie jetzt gerade sehen, halt die Results, also halt, wie gut du gespielt hast. Im Grunde genommen, für, wie Yuki schon gerade erzählte, ist es halt wichtig, um halt Bonus-Orbs zu bekommen, halt einen hohen Meter zu haben. Und dieser Run ist nicht spoilerfrei. Wenn ihr DMC 5 noch nicht gespielt habt, würde ich euch empfehlen, den Run nicht zu gucken, weil es wird doch ein bisschen arg gespoilert. Er wird jetzt hier auf der Brücke an den ganzen Mobs vorbeispringen, weil wir sie nicht für unseren Progress brauchen. Und wird direkt zum dicken Vieh da hinten hinhüpfen. Das Vieh, also solche Bezeichnungen werdet ihr im Übrigen öfter von uns hören. Ja, weil die Dämonen sind einfach nicht definierbar in ihrer Art und Weise, deswegen Vieh passt schon. Also sie haben tatsächlich alle irgendwie Namen, aber ja, in dem bitte Fall erwartet nicht von uns, dass wir die kennen, weil wir haben beide das Spiel selber nicht gespielt und dementsprechend... Das, was ich jetzt gerade lesen konnte, sind Qualimorph Roots, sprich Wurzeln von einem Irgendvieh und da wurde er gerade von einem Vieh auch dezent durch die Gegend geschleudert. Ist aber kein Ding. Aber kaputt, ist alles gut. Weil ich es gerade lese, Dr. Treupol, ja, das, ich muss Dorantos recht geben, er hat den Dämonenarm am Ende vom vierten Teil verloren, deswegen hat er jetzt halt diese Ersatz-Mechanical-Arms.
die Nico für ihn herstellt. Ja, welche dann immer jeweils vor einer Mission gekauft werden können. Indem sie einfach mit ihrem Van durch Wände, Decken und allen möglichen anderen Kram brettert. Weil sie es kann. Punkt. Also ganz ehrlich, Nico, coolster Charakter in DMC5. Ja. Und da sehen wir sie auch im Hintergrund. Wir sind jetzt gerade in dem Shop-Menü, wo wir sehen können, dass wir erstmal gerade die Techniken aufleveln können. Oder ja, generell auch erstmal lernen können mit Hilfe der Orbs. Und ja, dann haben wir die leere Leiste, die wir jetzt zum Schluss gesehen haben. Das war halt die Leiste, wo wir Arme vor einer Mission schon anlegen können. Freak und Split haben wir gekauft, was uns jetzt in den nächsten Missionen natürlich weiterhelfen wird. Und wir werden auch noch einige Upgrades kaufen müssen. Einfach um schneller voranzukommen. So, typisch für DMC sind auch diese Arena-Kämpfe, in denen du einfach eingesperrt bist und mit Monstern zugeworfen wirst. Ist so ziemlich fast schon traditionell, hätte ich beinahe gesagt. Ja, doch, es hat schon eine gewisse Tradition in sich. Ja. Also es kennt man eigentlich seit dem ersten Teil, dass diese Art von Kampf durchaus legitim ist in DMC. Genau. Wie gesagt, wo wir nicht kämpfen müssen, springen wir dran vorbei. Weil wir haben ja keine Zeit. Auch Halbdämonen und Söhne von Sparta müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Und hier versucht er gerade etwas, was ich nicht verstanden habe. Ich schätze mal, er wollte hier die Cutscenes skippen, indem er einfach über den Torbogen drüber hinaus springt. Hier musste ich im Übrigen korrigieren. Er ist kein Sohn von Sparta. Nee, wo ist kein Sohn von Sparta? Wo ist kein Sohn von Sparta? Oh. Ja, könnt ihr jetzt das Ende von DMC 5 spoilern? Weil dazu habe ich auch eine kleine Anekdote, aber die wollte ich dann eigentlich zu dem Zeitpunkt dann erst bringen. Und dann bringen sie erst dann. Auf jeden Fall, wie ihr gesehen habt, ziemlich stylisch gerade die Treppe hochgesprungen und kommen hier in die nächste Sektion, wo wir versuchen, auch diese schnell hinter uns zu bringen. Wir bekommen hier diese Nidhogg-Hatchlings, den Parasiten, die dem Vieh nicht gut tun, und dann lösen sie sich auf und dann machen die den Weg frei. Halbeisenbanken. So. Hier haben wir noch einen Arm, den Gerbera, den wir eingesammelt haben, und den Oberturm. Das sind alles Arme, die Neo anlegen kann, um eben Teufelskräfte dann doch nutzen zu können. So, hier wieder eingekesselt, bist mit Gegnern zugeworfen, die wir leider jetzt doch erledigen müssen, in stylischer Art und Weise. Und weiter geht's. Das ist im Grunde genommen ziemlich häufig so. Zwischendurch mal wieder Gegner, zwischendurch mal wieder Zeug, was wir eigentlich nicht sehen wollen. Ja, das ist immer so. Und wieder Arena. Gerade diese Demon Walls sind halt sehr anstrengend, nervig teilweise in dem Game. Kosten Zeit. Die kosten beim Speedrunner einfach nur derbe Zeit, ohne Sinn. Ja, Sinn haben sie in dem Sinne ja schon, weil es sind ja Mobkämpfe, kann man sagen. Ja, schon. Und diese Mobkämpfe, die sorgen ja im Endeffekt dafür, dass wir dann am Ende halt diese Bonuspoints bekommen, die wir halt auch brauchen. Ich wollte übrigens mal anmerken, wie stylisch hier Nero durch die Gegend springt mit seinem Skateboard-Move, hätte ich beinahe gesagt. Ja, kurzum, die Welt bzw. diese Stadt ist mal wieder vollkommen im Eimer, weil wegen dem Hund, zum ich weiß nicht wie viel Mal, und wir sind dabei, das Ganze mal wieder aufzuhalten, also storymäßig gefühlt ist es immer das Gleiche, mit kleinen Annoncen, die aber wieder weitreichende Wirkung haben.
wenn man sich ein bisschen mit der Story auseinandersetzt, wird man das auch ziemlich schnell merken. Gerade in DMC, dem Spiel, also dem Reboot. Oh ja. Na? Also erstmal denkst du nur so, ja, Teufel, Dämonen zerstören Stadt. Du gehst hin, machst den Dämon platt, alles wieder gut, irgendwann baut sich schon wieder auf, passt schon. Aber wenn man tatsächlich hingeht und die ganzen Cutscenes und die ganzen Dialoge mal wirklich liest, ist das Ganze ein bisschen tiefgründiger, ein bisschen ganz, ganz wenig. Und dazu zitiere ich noch einmal den, den Streamer, den ich geguckt habe, wo das Spiel rauskam. Wer schaut da schon wegen der Story? Und ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet, um zu wissen, wie es weitergeht. Und vor allem, um ein gewisses Detail in Erfahrung zu bringen, auf welches ich später näher eingehe. Was wir noch erzählen können, ist, dass wir auf der Schwierigkeit Human, der leichtesten Schwierigkeit, spielen. Es ist ein New Game. Also kein New Game Plus. Wir spielen auf dem PC. Rausgekommen ist das Ganze 2019 und wir haben ein Estimate von 2 Stunden 18, welches er sehr wohl ziemlich gut halten können sollte. So, da haben wir das. Am Ende einer jeden Episode. Es ist häufiger mal so, dass ein dicker Gegner steht, den machen wir platt und ist alles gut. Und mir täusche, müsste das jetzt sogar das erste Level sein, was wir jetzt mit Wii spielen werden. Genau. Wii ist ein Charakter, der taucht für mich ein bisschen plötzlich auf, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sag noch nichts dazu. Ja. Also, ich bin ehrlich, mich hat Wii auch ein bisschen überrascht. Aber ich muss dazu sagen, er ist mysteriös, er ist cool. Und verdammt nochmal, der Rabe hat die besten Sprüche überall drauf. Ja, auf jeden Fall. Ihr kriegt dann auch im Menü, also hier in den Zwischenscreens und so weiter, mal ein bisschen Story trotzdem mal mit. Es wird euch nicht allzu offensichtlich aufs Auge gedrückt anscheinend. Und wir spielen doch als Nero. Als Nero? Nein, doch als Nero. Und okay, ich dachte jetzt eigentlich, dass wir jetzt Wii übernehmen würden. Hatte ich jetzt auch gerade gedacht. Okay, gut, danke. Auf jeden Fall, ja. Ja, Dämonen klatschen. Freuen. Noch mehr Dämonen klatschen, noch mehr freuen. Den ganzen Ende setzen. Und vor allem das bitte alles in sehr stylischer Manier, weil wir wollen ja immerhin sehr, sehr viel Orbs für bekommen dann am Ende. Bei der Aether findet es cool, wenn du Dämonen in stylischer Art und Weise platt machst, dann gibt es einfach mehr Reward vom Aether. Genau. So, vielleicht noch ein bisschen auf die Hintergrundstory. Ist das jetzt die Stelle, die ich glaube? Ich muss mal eben gucken, weil hier gäbe es einen OOB. Irgendwie die Kollisionsabfrage in diesem Spiel ist auch nicht unbedingt die genaueste. Und wir gehen hier mal eben OOB durch die Wand und kommen hier wieder raus. Also wir haben, ich glaube, was hat er gesagt? 30%, 40% des Levels mal eben geskippt. Wie kommt jetzt, glaube ich, auch ein später, wenn ich das gerade sehe? Weil er braucht ja hier den Rocket Punch, um überhaupt durch die Wände durchzukommen. Aber ihr seht, also durch die Wände durchkommen ist sehr einfach. Das war jetzt wirklich kein Ding. Ich habe auch, als ich das Video gesehen habe, auch gedacht, so, das war jetzt einfach. Ja. Jetzt muss er halt nur gucken, dass er auch an der passenden Stelle wieder rauskommt. Nämlich hier. Na klar, aber ansonsten stürzt er uns nichts. Ja. Und kommen wir hier langsam in diesem verfallenen Gebäude an. Auch hier das gleiche kaputt machen. Bei dem Mond wollen wir nicht mehr in unserer Stadt haben. Geht er gerade mit dem Dämon? Ja, irgendwie gefühlt schon.
That actually introduces a mechanic in this game called Parry, which we'll talk about in a little bit. Okay. Es ist vielleicht ein bisschen nice zu erwähnen, dass zwischen dem Prolog und dem ersten Kapitel 2 Wochen Zeitunterschied liegen. Mhm. 3 Wochen, in denen Dante verschwunden ist. Sind derzeit nicht in die Hölle runter? Dante ist bei dem Weltenbaum gewesen, um diesen zu zerstören, und ist seitdem halt nicht wieder aufgetaucht, und der Weltenbaum ist halt, wie gesagt, nicht zerstört worden. Nero gibt sich dafür ein bisschen die Schuld, weil er halt sich in den Kampf eingemischt hat. Und ja, wir versuchen jetzt gerade halt mit Vi dafür zu sorgen, diese Aufgabe zu Ende zu bringen. Also mit Vi und mit Nico. Und gleichzeitig halt auch Dante, Lady und Trish, glaube ich, war ihr Name. Müsste jetzt wirklich das Gesicht sehen, wenn du meinst. Ah, die Blonde. Es müsste Trish sein, ja. Ja, diese wieder zurückzuholen halt. Ja. Was wir und jetzt kommt Vi. Jetzt kommt Vi. Wir hatten gerade einen Flying Hunter, jetzt kommen wir zu Vi. Und Vi hat einfach mal den coolsten Raben überhaupt. Genau. Und vor allen Dingen, seine Spezialität sind Tiere. Und wir pushen den Devil Trigger und kaufen Purple Orbs. Weil wir jetzt gerade genug Orbs über haben. Und gehen in die Mission rein. Und ich finde, wie von der Art und Weise her mit den Tieren, ich finde die Idee so cool. Die ist richtig awesome. Ne? Gerade gesehen den Raben, jetzt haben wir einen Panther bei uns. Und wir selber im Fernkampf schleudern wir Blitze. Und im Nahkampf haben wir unseren Stock. Muss das ein Stock sein? Ich glaube schon. Und ja, Kekskrieger, mir geht's besser, keine Sorge. Oh. Aber auch hier die Level wie immer aufgebaut, versuchen durchzulaufen, Dämonen versuchen einen aufzuhalten, Dämonen werden geschnetzelt und weiter geht der Spaß. Generell kann man sagen, dass die Level alle relativ straightforward sind. Also soweit ich mich erinnern kann, und ich, wie gesagt, ich habe ab 3 aufwärts gespielt bis halt DMC und 4. Das schaut gerade so aus, als ob wir wieder out of bounds gehen wollen, um den Mob zu skippen. Aber es funktioniert. Oder um was zu triggern, das kann natürlich auch sein. Er scheint tatsächlich die Loading Zone getriggert gekriegt zu haben. Sieht gut aus. Bish und Lady sind hier echt schlecht weggekommen im 5. Teil. Naja, gut, sie haben halt, also sie tun halt auch nicht wirklich was, ne? Die eine Hälfte des Games sind sie gefangen und die andere Hälfte des Games sitzen sie mit Nico und Van. Richtig. So. Er wollte den Kampf skippen, haben sie gerade gesagt. Mhm. Alles klar, danke dir, Durantus. Ihr seht auch gerade, Dashen, dann den Vogel holen und dann ein Stück fliegen und das Ganze wiederholen, ist anscheinend die schnellste Fortbewegungsmöglichkeit, die man hier mit Wii hat. Der mich ehrlich gesagt so ein bisschen an The Crow erinnert, aber hey. Und auch hier wieder Arena-Kampf, weil davon hatten wir noch lange nichts genug. Er liest ein Buch, finde ich auch super. Ich finde generell das Moveset von ihm ziemlich cool. Dieses Buch hatte, glaube ich, sogar noch eine besondere Bedeutung, wenn ich das habe. Okay. Oh. Und was mir halt auch aufgefallen ist, gerade bei Vi, dass der Style-Meter sich halt sehr, sehr schnell auflädt, aufgrund dessen, dass wir halt einen Panther, einen Raben und eben unsere Magieblitze und dann noch den Stock haben. Ja, dann laufen die Kombos natürlich schneller nach oben. Ja, vor allem, es gab halt viel die Diskussion dazu, ob Vi nicht sogar ein bisschen zu overpowered ist am Anfang. Nicht verstehen. Weil wenn du mal sie so eben aus den Handgelenken SS schüttelst, also ein 2S oder auch ein 3S, also pff, ja. Das ist schon nicht ohne.
And in this game, the style ranking system actually scales a bit with damage too. So if you just do like an absolute ton of damage. Was mir beim Video gucken aufgefallen ist, ist halt die Graffitis, die du da überall siehst, die spielen halt immer so auf dieses Devil und Teufel und so weiter so ein bisschen drauf an. Oder ja, auch Ghost an der Wand. Ja, das hatten sie schon immer irgendwie, dass sie da so leichte Anspielungen überall rangebracht haben, dass sie die Dämonen die Welt übernehmen und. Ja, oder da hinten an der Wand auch das Hardpass, das ist, in Teil 3 habe ich das auch schon gesehen. Generell kann man halt wirklich sagen, dass die Spiele stilistisch halt wirklich eine Nummer für sich sind. Oh ja. Und es bisher eigentlich immer geschafft haben, jedes Mal wieder zu überraschen, weil sie immer so eine Steigerung zwischen dem jeweiligen Vorgänger und dem Nachfolger dann noch mit reingebaut haben. Ja, vor allen Dingen auch grafisch, wenn du mal überlegst, wie das in den letzten Jahren gesprungen ist. Oh ja, ich erinnere mich noch an DMC 3 oder generell auch an den ersten DMC. Den zweiten Teil habe ich leider nicht hier. Das ist der einzige, den ich nicht Retail hier habe, von 1 bis 4. 5 werde ich noch nachkaufen, aber da fehlt mir immer noch das Kleingeld für. Hier sehen wir auch das erste Mal den Einsatz vom Golem, den V beschwören kann, der auch immens viel Schaden raushaut. Und auch hier der Style-Meter, der sich einfach nur krass schnell füllt. Oder auch schnell auch gut halten lässt. Gut halten und vor allem, er macht halt wahnsinnig viele Treffer. Ja. Die Kombos halt einfach enorm abgehen. Deswegen kann ich die Diskussion, ob Wii nicht ein bisschen overpowered ist, durchaus verstehen. Es ist durchaus verständlich, ja. Also, selbst im Nightmare-Modus ist es, glaube ich, so, dass was heißt Nightmare? Also der schwierigste Modus, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, ob der in Devil May Cry 5 auch Nightmare ist. Selbst da ist es halt doch schon relativ auffällig, wie einfach es ist, eigentlich so ein S-Rang, Doppel-S-Rang und Over-Top-Ranks zu bekommen. Im Chat wird gerade gesagt, dass der Golem Nightmare heißt. Der Golem heißt Nightmare, okay. Ja. Ich finde es halt generell cool mit den ganzen Tieren. Es ist einfach nur cool. Da haut er den letzten Hit rein, glaube ich. Sagt noch letzten Hit aus. Ja, das sah mir auch sehr nach Final Hit aus. Ja, und damit ist das Kapitel dann auch gewesen. Eine Menge Style-Punkten. Und dann kommen wir zu M5, The Devil's Ward Sparda. Und auch hier ist schon so ein bisschen traurig, dass wir die ganzen Nikos sehen können. So, wenn so ein Bus einfach mal durch eine Wand brettert, das ist halt schon irgendwie geil. War schon. Ich habe auch gerade schon wieder gesehen, das Einkaufsmenü in der nächsten Mal liebevoll. Und hier eine Fähigkeit, die so stylisch, alter Finne, ich habe keine Worte dafür, das ist einfach nur noch stylisch. Dass er unter sich mit dem Stock halt eine Plattform aus, ich schätze mal Schatten, erzeugt und darauf slidet. Hallo, wie cool ist das bitte mal? So möchte ich mich demnächst bitte auch fortbewegen, danke. Silverserver ist ein Scheiß dagegen, genau, danke Schranze. Du verstehst mich. Guckt's euch an. Nee, wir müssen hier in der Kanalisation diese, ich nenne es jetzt mal Bobbles, beseitigen, um weiterzukommen. Deswegen sliden wir hier elegant durch die ganzen Gänge. Achso, der Panther wird zum Surfbrett. Okay, danke. Bobbles sorgen, glaube ich, auf der Overworld dafür, dass diese Barrieren, diese Dämonenbarrieren überall existieren. Und damit Nero oben weiterkommt, muss Vidi hier unten, glaube ich, vernichten. Das ich im Kopf habe.
Ja, aber es ist auch so eine typische Devil May Cry-Geschichte. Das wäre absolut typisch. Schwede hat gerade Pause, was? Weil du gesagt hast, alter Finne. Ja, deswegen. Hallo? Wie cool ist das bitte mal? Leute. Yuki ist am Fangirl as fuck. Ja, ist halt so, Alter. Wie ist halt einfach voll genial. Ja. So, wo das Spiel rauskam und das erste Mal wie gesehen, das war einfach nur so. Okay. Nero musste seine Flauschehaare hergeben, dafür ist Wii jetzt da. Können wir den behalten? So. Ganz ehrlich, wo ich das erste Mal Neros neues Design gesehen habe, war ich richtig pissed, weil sie ihnen die Wuschelhaare weggemacht haben. Wir haben hier gerade wieder einen Arena-Kampf fertig gemacht und laufen jetzt durchs Lagerhaus, um die Bobbles kaputt zu machen. Mit einigen, wie nennt man das so schön, Unterbrechungen. Es ist, das Spiel selber ist einfach nur genial. Also es ist ein Casual, super. Ranze, bist du ruhig? Das muss doch nicht jeder gleich wissen hier. Like a Duke? I'm just gonna try and stun her as soon as possible. If this were on Devil Hunter, I'd be trying to die to her, so I could do like a damage threat, but it's not the case here, we're just gonna blow her up. Nee, generell, die DMC-Reihe ist sehr empfehlenswert. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen Fable über hat für Action und Dämonen, dann ist es was für euch. EDF! So. Oh. Nächster Bobble. Der Bobble, nächstes Glück. Und ab weiter geht's. Hier runter in die Kanalisation. Ja, gut, Kanalisation. Ich weiß nicht, ob man es so noch nennen kann. Wahrscheinlich schon. Hier, also. U-Bahn-Kanalisation gemischt ist es, glaube ich. Irgendwie so was. Wenn ich das richtig im Kopf hatte. Ja. Auf jeden Fall hier auch wieder Arena. Hier ist gleich in grün. Deswegen bin ich gerade froh. Also viel des Spiels ist wirklich relativ gleich und linear. Halt, dass wir halt immer Sektionen haben, wo wir uns relativ frei bewegen können. Dass wir Sektionen haben, wo wir in Arenen geschmissen werden. Und ja. Ist halt immer relativ repetitiv. Schicker 2S. Schicker 3S. Auch wenn das halt mit Wii relativ einfach ist, aber es ist, sieht trotzdem geil aus. Ja, No Win Night, Wii ist halt generell vom kampftechnischen her halt eine Neuerung. So eine Neuerung wirklich, wo man mal sieht, was eigentlich noch alles so möglich ist von Seiten der Entwicklern her. Ja. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass sie sich gesagt haben, okay, wir bringen da jetzt mal auf der anderen Seite mal so ein bisschen diese Perspektive ein und gucken, was man vielleicht daraus noch basteln kann. Ja, und hier sehen wir jemanden, dessen Namen ich nicht verraten kann. Wer die Reihe kennt, wird wissen, wer da gerade auf dem Pferd sitzt. Ist ein alter Bekannter. Kennen wir alle. Ein bisschen. Um nicht zu spoilern, werde ich hier nichts sagen. Nur so Feuer in einem Speedrun ist wirklich Katze. Ich werde nur sagen, es wird nicht das erste und letzte Mal sein, wo wir ihn sehen. Soweit werde ich noch spoilern, aber nicht mehr. Nein, ist es nicht Odin. Wäre schön, weil Odin so stylisch hätte schon was, aber nein, es ist nicht Odin. Bisschen schade. Wir haben ihn schon in Final Fantasy 8 nicht zu Gesicht bekommen. Nicht? Nee. Oh. Okay. Ist das EDF? Natürlich ist das EDF. Naja, ist schon ziemlich EDF, doch. Vor allem ist es DMC. Ah. Gott, war das schlecht. Gott, hab ich jetzt Kopfkino von dem Face. Na, auch hier via Bosskampf. Ihr seht unten, habt ihr die Bossbar.
Dann, ach, könnte ich auch ein bisschen eigentlich mal erzählen. Ihr habt dann rechts den Style Meter, rechts oben habt ihr die eure Red Orb Anzahl, das ist halt eine Währung. So kann man sich vorstellen. Hier Final Hit gegen den, dessen Namen nicht genannt werden darf. Müssen gerade noch nicht. Hattest du das? Mhm. Und kommen hier auch ins nächste Level. DMC. So. Solange wir nicht den Ring ins Feuer werfen müssen oder Voldemort erschlagen müssen, ist alles gut. Nee. So, wir gehen jetzt hin und holen den Airhike und den Exceed 2. Und noch etwas. Nämlich, genau, Overtour. Und dann sollte das eigentlich Rübse gewesen sein, genau. So. Er wird jetzt seine Arme ausrüsten, jetzt getan hat, und ins nächste Kapitel springen. Muss ich überlegen, ob es jetzt schon wieder mit Nero oder mit Bree ist. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall sehen wir hier jemanden, den wir auch kennen. Genau. Lady. Und das ist Nero im Übrigen. Und das hier ist wieder Nero. Genau. Beinchen stutzen, damit dieser Dämon umfällt. Auch eine beliebte Devil May Cry Mechanik. Zack, Körperteile ab, damit es kaputt geht. Frostgrim, leider nein. Wir spielen nicht Nico. Ist, glaube ich, auch ganz gut so. Weil sie alleine fährt am besten den Wagen. Er kann übrigens auch durch Decken fallen. Ja, auf jeden Fall hier, wie gesagt, die Beinchen wegschlagen, dann auf den Rücken springen, dann... Wie in vielen Videospielen üblich, leuchtet es rot, mach es kaputt. Jetzt da mal absolut nichts Neues im Videospieluniversum. Ich will Mechanik. Na komm. Also das Vieh hält ein bisschen was aus. Nur so ein bisschen. Wird mich persönlich nerven. Und konnte noch vor dem Shot die umlegen. Und das war die Mission. Ab und zu bestehen Missionen wirklich nur aus einem Bosskampf. Vielen Dank für die Bits. Eine Bits. Das sind 100 Frankersies. Frankers. Pianoman JB sends $200. Oh yeah. And says Destiny. So, Frostgrim, Nico hat am meisten drauf. So wie sie halt Auto fährt, das ist der Wahnsinn. Bloß, das würde kein Spieler so hinkriegen. Deswegen muss sie NPC bleiben. Entschuldigung. Nee, ist ja auch richtig so. Auf jeden Fall, nächste Mission wieder mit Nero. Wir laufen und das ist das meiste Spiel, was ich gesehen habe, und ich habe es mir auf zweifacher Geschwindigkeit angeguckt. Ist viel Laufen. Ich wollte schon den 500 Miles Soundtrack anmachen. I will walk 500 miles. Genau den. I will walk 500 more. So, hätten wir das auch geklärt? Ja, wenn man überlegt, aber allerdings, wie groß die Stadt ist und wie viel davon von den Dämonen halt in Besitz ist, wundert es dann nicht, dass man doch relativ viel laufen muss. Er kann mal jetzt auf Nico eine Zulassung zum Autofahren brauchen. Tut das einfach. Richtig. Ja, auch hier wieder ein Arena-Kampf reingeworfen worden, aber dann doch in die U-Bahn gesprungen. Kurz festgeklebt. Eine blöde Treppe. Die Dämonentore gilt es zu besiegen. Weiter geht's. Ihr seht schon, also so ein bisschen Theater haben die Dämonen hier schon gemacht.
Ist nur leicht umdekoriert worden. Ja, so ein neuer Farbanstrich kann auch mal ganz gut tun. Ja, das ist ja sonst auch ein bisschen einseitig, ne? Ja, aber so, weiß ich nicht. If met, that will put us at $950,000 by 9 p.m. Eastern. 1 million before midnight. Nächstes. Ich nenne die Dinger immer Dämonentor, weil da Dämonen rauskommen, so sinnigerweise. Wenn das weg ist, dann öffnet sich der nächste Weg. Relativ simpel. So this is the last opportunity you have to donate for Final Fantasy 6, so make sure you get those donations in. Nee, bei Dämonen, also Fahrerlaubnis und Dämonen. Lass mal kurz nachdenken. Nein. Oh nein. Mach doch nicht sowas, klipp doch nicht sowas. So. U-Bahn-Station. Gibt es eigentlich auch nicht viel zu erzählen, außer wieder Arena und Viecher ranziehen, schlagen, auf den Boden schleudern. Hält das Kombometer leider nicht ganz so gut wie bei Wii. Na gut, Nero muss halt die Gegner immer irgendwie um sich, also wirklich nah bei sich haben, um Kombo aufrechtzuerhalten. Bei Wii hat man halt den Vorteil, dass die Gegner auch ein bisschen weiter weg sein können. Ja, richtig. So, mit diesem Jump gerade hat Nero nochmal eben geguckt, wie spät es ist. Auch Katze. Der ist schon fast wenig Nebo. Ey, der ist bis zur Ruhe hochgesprungen. Den musste ich gerade selber erstmal verdauen. Aber wie gesagt, der kam schon fast an wenig Nebo ran. Ich weiß. Und, Alter, diese Rolltreppen. Ja, wer braucht schon Rolltreppen, wenn man die Reling hochlaufen kann? Noch länger ging nicht, wollte ich damit eigentlich sagen. Das ist tatsächlich in US-amerikanischen U-Bahnen gar nicht mal so unüblich. Je nachdem, wie sie gebaut sind. Hier nächste Arena. Selbe Spiel. Nur, dass hier es nicht reicht, nur das Dämonentor kaputt zu machen, sondern man muss alles killen. Weiter geht's. Kommen wir dann auch mal irgendwann an Oberfläche an? Ja, so langsam mal. Das wäre so die Ironie überhaupt. Du triffst einen deutschen Dämon und der würde erstmal nach deinem Waffenschein fragen, ne? Der kam von Schreinfe, nicht von mir. Ich hab den nur vorgelesen. Und da sagen die Leute, ich hätte wenig Humor, ne? Hallo? Es gab vorhin ein Out of Bounds, wo wir uns mit dem Raketen Double Armschuh durch eine Wand gedrückt haben und ein bisschen geflogen sind und dann irgendwann in der Kanalisation unten wieder rausgekommen sind. Also doch, also ein Out of Bounds hatten wir schon. Im zweiten hatten wir, das war allerdings ein Skip, wo wir einfach eine Arena geskippt haben und in die nächste Loading Zone reingesprungen sind. Und das dritte habe ich jetzt vergessen. Da ist aber dann wieder Schranze die Frage, dürften Sie das Buch überhaupt als Wachfahr ansehen oder nicht? Weil im Prinzip offenkundig, es ist ja nichts, womit man jetzt, naja gut, warte, du könntest es jemanden über den Kopf ziehen. Dann könnte man es vielleicht als Waffe ansehen, aber ansonsten... Oh Gott. Neuerdings sind Buchhändler, die Waffenhändler des ja im neuen Jahrtausends oder was? Mein Gott. Stell dir mal vor, du hast so einen 1000-Seiten-Wälzer, ja, und ziehst den jemanden über den Schädel. Den musst du auch erstmal schwingen. Es erfordert definitiv Muskelkraft. Naja. SDR over 9000 oder so, keine Ahnung. Genau, man muss nur sagen, es ist ein religiöses Buch und dann ist das Problem gelöst.
Irgendwas ist ja immer. So, kommen wir kurz hierhin zurück. Nächste Mission auch wieder mit Nero. Und nächste Arena. Dasselbe. The same procedure as every Arena, James. Haben wir auch hier. Nur so langsam kriegen wir halt auch neue Fertigkeiten und das Ganze sieht immer stylischer aus. Und jetzt schafft auch ein Nero ein 2S. Was man natürlich auch dazu sagen muss, ist, dauert immer einen gewissen Moment, bis die Punkte bzw. der Rang festgelegt ist und in dieser Zeit kann der Rang halt auch noch abfallen. Was teilweise sehr, sehr ätzend sein kann. Ja, hier die Sektion können wir leider nicht skippen. Wir müssen leider mit diesem Stein, der auf Lava hochfließt, geschätzt ist es Lava, hochfließen. Da gibt es nichts, was man skippen könnte, in Klammern leider. Was ich noch erzählen kann, ist immer Lava, Katze. Natürlich. Was ich noch erzählen kann, die Community hat einen, für PC zumindest, einen Autosplitter. Das heißt, die Runner müssen selber nicht splitten und haben auch zwei unterschiedliche Zeiten auf dem Leaderboard, einer mit Loads, einer ohne Loads. Und es wird aber generell die Zeit ohne Loads gewertet. Die Dinger, diese Bäume, die kann man zerschlagen, um halt sehr viele Red Orbs zu farmen. Ist sehr praktisch, um hinterher halt Upgrades zu kaufen. Ist schon sehr, sehr praktisch. Brauchen ja auch immer wieder neue Arme für Nero, also von daher. So. Wo will immerhin auch bezahlt werden? Nee, natürlich. Der hin und wieder auch mal tanken, damit sie durch neue Wände brettern kann. Ja, auch hier wieder ein nächster Arena. Ihr kennt das Spiel. Und das mit den Arenen und so weiter, das geht jetzt den Rest des Runs eigentlich durchgehend so. Also gameplay-technisch habe ich nichts anderes mehr gesehen. Also wie gesagt, also das Game ist casual, schon sehr straightforward und speedrun-technisch ändert sich da auch nicht wirklich großartig was dran. Weil ich wirklich sagen muss, also Devil May Cry zeichnet sich für mich definitiv durchs Artwork aus. Also ja. Durch die Atmo. Und ja, das Spiel steht zwar auch schon und die ganzen Mechaniken und so weiter, ja, aber irgendwie, ich persönlich finde Story und Atmo ein Ticken wichtiger. Ja, ich auch. Also generell, ich liebe die Story von dem Spiel und ich fieber jedes Mal mit bei dieser Story. Ich habe auch das komplette Spiel, also die komplette Story an einem Tag durchgeguckt. Ich glaube, Kitty erinnert sich noch daran, wie ich unseren Discord voll gespammt habe. Weil ich echt mega hyped war wegen dem Game. Ja. Ja, Level-Design an sich ist meh, aber halt das Artwork, also so wie sie die Level optisch gestaltet haben, finde ich super. Ja, es ist jetzt nichts viel anderes, wenn man das mal mit den Vorgängern vergleicht, aber es ist halt trotzdem immer irgendwo noch ein bisschen Erweiterung drin und ein gewisser Feinschliff. Ja. Also du siehst halt schon eine Steigerung jedes Mal. Das definitiv. Auch hier wieder lustiger Fahrstuhl. Können eine Runde chillen. Bevor wir gewaschen wurden, wir waren supposed to get washed. We're supposed to get washed again, but not in the same way. So we're actually. Können hier mit einem gezielten Airhike halt die Sektion ein bisschen abkürzen. Also es ist wirklich nicht die Menge. Das Problem ist, dass DMC generell nicht so gut aufgenommen wurde und man deswegen auch versucht hat, davon wieder so ein bisschen wegzugehen im fünften Teil. Was ich aber persönlich auch ziemlich schade finde, weil ich habe DMC gemocht. Also ich fand DMC gut. Es ist sehr gemischte Gefühle bei mir. Sehr gemischte Gefühle. Also ich kann verstehen, wenn Leute sagen, sie finden es okay.
so als eigenständige Version, dass man so eine alternative Geschichte erzählt. Aber generell DMC als Reboot der Serie, nein, das funktioniert nicht, das funktioniert gar nicht, und das haben sie halt gemerkt, dass das nicht funktioniert. Deswegen sie auch generell gesagt haben, okay, sie werden dazu nicht weitergehen. Na klar, wenn sie da weitergegangen wären, das wäre ein bisschen strange gewesen, aber insgesamt finde ich persönlich halt, dass sie wollten die Serie ja eigenständig weiterführen, kann man sagen. Ja. Und das haben sie halt generell verworfen, dadurch, dass das Spiel halt nicht so wirklich gut angekommen ist. Ja, wie gesagt, ich denke, da hat jeder auch eine andere Meinung zu. Wie gesagt, ich fand es als Einteiler, so wie er hingestellt worden ist, okay. Also ich hatte meinen Spaß, war vollkommen in Ordnung. Also es hat sich für mich nicht wirklich nach Devil May Cry angefühlt. Gebe ich wirklich zu. Deswegen war es für mich jetzt halt eher so. Oh, die Cutscene. Ja. So, that's another death to the Demon King. Yes. All planned. Zero for two right now. Calculated. Sorry, I think Nero just Slow Motion dann durchgeflogen ist. Fand ich super. Habe ich gefeiert. Technically not at the end, but. Mit der Pizza. Oh ja, die Pizza. Hey, die hat das Beste im Screen gemacht. Also generell, irgendwie, Dante hat doch irgendwie so eine kleine bösartige Obsession zu Pizza, oder? Ach was? Kann gar nicht sein. Cosmic, I don't know if you touched on this yet, but you don't have to. Pizza kann doch kein Mensch essen. Das hier ist Wii, ja. Wir machen diese Mission wieder mit unserem Herrn der Tiere. Wie hat Wuschelhaar? Wie der Herr works. Yay! Na, wie vorhin schon erklärt, kämpfe relativ immer gleich wie halt mit seinen Tieren unterwegs. Fernkampf mit Blitzen, Nahkampf mit seinem Stock. Ich mag das Charakterdesign von Wii. Auf jeden. Es liegt bei mir ehrlich gesagt auch daran, weil ich sowieso eher goofy unterwegs bin. Ja, also generell bei Wii habe ich mir auch so gedacht, okay, ihr habt euch hier bei dem Charakter wirklich selbst übertroffen. Ist ein hübscher. Also no joke, ich war echt begeistert. Der sieht goofy aus. Gucken wir mal richtig an. Doch. Auch hier wieder ein Red Orb Tree, den wir jetzt ignorieren, oder was machen wir damit? Das während des Guckens übersehen? Es scheint wohl ein Setup für einen super Jump gewesen zu sein. Ich glaube, er will die Arena überspringen. Ja. Er sah stark dann aus. Ja, Pizza. Pizza super. Ja, super. Virgil wird hier in DMC5 nicht spielbar sein. Wir haben Wii, wir haben Nero, wir haben gleich noch jemanden, der gleich noch dazukommt. Ich sag dazu jetzt nichts. Warte, bis der Moment kommt, damit ich sagen kann. Ja. Bisschen haben wir noch. That's coming up, that's gonna be very quick. You notice that when V chucks the cane like that, he teleports to it almost like Noctis. And we can use that. He doesn't have to hit anything. Danny, ich hab da wesentlich besseres Slip Emote. You are taking unfortunate damage. Pizza! I thought Griffin had my back, but du weißt, die Pizza durch den Klippenschreiber. The bird is the word. That's what you get. I'm here. He's upset with me. Immer weiter, immer weiter. Denn ja, ihr habt es schon dreimal gehört. I do.
very vividly. So here's the skip, if I just get it. He's gonna chuck the teleport. There we go. Easy peasy. Dann könnt mir der Chat gerade mal helfen, weil es die Collector's Edition zu diesem Spiel, wo man den Mantel bekommen konnte, für, ich glaube, 5.000, 6.000 Dollar. War es diese Collector's Edition? Weiß das gerade jemand zufällig? Ich meine mich an eine Collectors zu erinnern von DMC, wo man einen Mantel für ein paar tausend bekommen konnte. Also Chat sagt ja. Chat sagt ja. Finde ich gut, dann bin ich doch nicht ganz hinterm Mond. Also ich hätte dir persönlich auch nichts sagen können, gebe ich ehrlich zu. Also das ist was, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich habe das auch nur per Zufall irgendwann in einem Blogartikel gelesen, wo ich gedacht habe, eigentlich schon stylisch. Ja. Es ist ein Custom-Made-Ledermantel. Ja, und das lassen die sich halt extrem gut bezahlen, leider. Ich habe eine Saints Row Deluxe Edition für 1 Million Dollar. Okay. Warum nicht? Wer die Kohle hat? Ich will's nicht. Ja. So kann man sich auch mal schnell das Startup für ein neues Projekt finanzieren. Mhm. Bring eine Sonderedition raus und verkauf die für horrende Summen. Weißt du, was das Problem bei der Sache ist? Wenn man selber es auch gekauft. Wenn man selber Sammler ist. Ja. Du kennst es. Du kennst das Problem bei der Sache. Ja, ich kenne das. Wie war das? Ich warte immer noch darauf, dass die letzte Collection von Dotek endlich ankommt. Ja, ich erinnere mich. Aber Brinto, stell doch nicht so eine lebensverändernden Fragen. Das kannst du mir doch nicht antun. Oh. Als ob ich mich zwischen Keks und Pizza entscheiden könnte. Das war echt nicht fair. Sag ich doch. Okay. Wir haben hier wieder einen Arena-Kampf. Mit den sicken Skills. Wo die sicken Skills hauptsächlich von den Tieren ausgehen. Mick152, who says massive props to my homie Cosmic, making it in the big leagues. He deserves it after all the work he's put into the DMC. Ach, den Lamborghini bekommst du dann auch. Okay. Ja gut, das erklärt dann den Preis dann doch schon ein bisschen eher. Okay, nächstes Kapitel. Bin jetzt schnell. Ja, mit einem S abgeschlossen, 22k aus mitgenommen. Und jetzt ist interessant, dass das 10. Kapitel vor dem Prolog noch spielt. Ja, das ist jetzt sozusagen nochmal ein Rückblick. Ja. Und wie der Screen gerade schon und das hier gerade verrät, Dante. So, der Protagonist von Devil May Cry in seinem hübschen roten Mäntelchen. Werden wir jetzt auch mit ihm ein paar Dämonen verhauen, zusammen mit Amy und Triss. Amy sagt schon Lady. Lady und Triss. Also Triss, nicht Trish. Triss. Ich und Namen. Ich weiß es gerade auch nicht mehr. Ich meine, es ist Trish, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall haben wir hier, oh Gott, wie hießen die blöden Handschuhe? Das ist Cerberus. Bin mir gerade nicht 100% sicher. Trish. Okay. Und Triss ist aus Witcher. Okay. Auf jeden Fall hier sexy Handschuhe und Boots. Und Lady hier mit ihrem gewohnten Raketenwerfer. Und schön, dass sie den wieder mitgenommen haben. Ja, ohne geht halt auch nicht. Ja, ohne ist es nicht Lady. Weiß jedenfalls noch, dass es einen riesen Shitstorm wegen der PlayStation-Zensur von Devil May Cry gab. Wieso? Weil sie Trish ihren Hintern zensiert haben in der einen Cutscene. Da haben sie Wolken drüber gemacht, wo man sie wiederfindet. Nein, das haben sie wirklich... Doch, das haben sie gemacht. Aua!
Bei Lady auch. Nee. Doch, da gab es einen riesen Shitstorm, deswegen, da haben sich übel viele Leute darüber aufgeregt. Ja, natürlich, weil es Bullshit ist. Ich meine, es ist Devil May Cry, es ist bekannt dafür, dass es so ist, wie es ist. Und jeder weiß, worauf er sich einlässt, wenn er ein DMC spielt. Deswegen ist diese Zensur halt einfach nur so dermaßen dämlich. Da kann ich dann halt auch die Leute verstehen, die dann sagen, okay, ich kaufe mir jetzt die Xbox-Variante, weil ich keinen Bock auf Wölkchen habe. Ja. Hier sehen wir übrigens eine Statue, an der wir auch aufleveln können. Die ist auch ja, Noble Knight, das ist wirklich nur auf der PS4 so. Sehen wir halt, dass wir uns ein paar Upgrades gönnen, unter anderem hier auch den Stinger 2 und noch andere, die ich gerade alle verpasst habe. Und die werden uns hier auch sehr gut weiterhelfen. Auch vor allem gegen dieses Vieh. Dieses Vieh scheint im Casual zu nerven wie Sau. Auch was ich hier interessant finde, ist, dass Nero wohl der Einzige, der die Probleme hat, den Stylemeter hochzutreiben. Selbst ein Dante, okay, ist ja auch die coolste Socke unter Sonne, davon abgesehen, hier mit den Handschuhen absolut gar keine Probleme hat. Ich denke aber, das liegt daran, dass sie generell an der Art und Weise von der Steuerung von Dante nicht wirklich was geändert haben. Im Prinzip, also im Gegensatz zu den Vorgängern. Das heißt, wenn man die Vorgänger halt kennt, könnte man halt auch das Spielprinzip von Dante relativ gut. Das kann natürlich auch vieles vereinfachen, ne? Stimmt schon. Und halt mit ihm dadurch einfach schon Erfahrung gesammelt hat und dadurch besser klarkommt mit der Steuerung. Das würde ich jetzt als logische Schlussfolgerung sehen. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt auch einfach Bullshit erzählt habe. Ich kann es halt nicht beurteilen, weil ich habe das Spiel selber nicht gespielt. Ich besuche es halt noch nicht. Und ich bin auch nicht gut in solchen Spielen, also ich spiel das Ben auch nur auf einfachsten. Also gefühlt, die jedes Mal, wenn Dante in Devil May Cry 3, zumindest für meine Finger, aufwärts erscheint, fühlt er sich vom Spielerischen her immer ziemlich gleich an. Also kommt schon ziemlich gut hin. Auch hier, selbst hier macht diese Arenenpolitik keinen Halt. Und wir müssen uns immer wieder durch Ebenen, Hallen und Ebenen, Arena, Ebene, Arena, Ebene, Arena, Boss, fertig, klatschen. Nein, wir haben beide selber noch kein DMC 5 gespielt, weil es ist auch erst letztes Jahr rausgekommen und ich habe bis jetzt, ehrlich gesagt, noch nicht die Kohle dafür gehabt. Problem ist, es gibt es bei uns für 20 Euro, aber ich habe momentan das Geld halt einfach dafür nicht übrig. Da gingen bei mir auch ein paar Dinge erstmal vor. Aber es steht auf der Wishlist, also keine Sorge. Das ist genauso wie Resi 2. Resi 2 ist bei uns momentan auch für 20 erhältlich, aber wie gesagt. Weiter. Ja, nächste Arena. Jo, Rebecca, danke für den Sub. Mal bitte ein Rummel für die Rebecca im Chat. Genau. Ich finde die Handschuhe einfach super. Rell, Dante ist halt. Es ist Dante! Er hat sich halt in all den Jahren immer. Er ist immer gleich geblieben, er hat sich nie verändert. Na gut, er hat eine andere Frisur gekriegt. Na nö, seine Frisur ist die gleiche. Nero hat eine neue Frisur gekriegt, aber Dante hat seine Haare behalten. Stimmt. Ja, ich hätte auch einen wahnsinnigen Shitstorm losgetreten, hätten die Dante seine Haare weggemacht. Reicht schon, dass Nero so eine Milchbubi-Frisur gekriegt hat. Könnte schlimmer sein. Und morgen, Push. Moin, moin. So. Ja, nächste Arena, nächstes Glück. Sind die Attacken so cool? Bam.
generell, also Devil May Cry hat es ja schon immer irgendwie mit Übertreibungen gehabt in dem Stil. Aber es sieht halt auch einfach wahnsinnig geil aus. Wenn du es kannst, ja, klar. Also wenn du wirklich die Figuren und deren Kombos beherrschst, ist es einfach nur geil. Ja, definitiv. So, wenn du nicht so spielst wie ich, dass du zweimal beim ersten Mob einfach stirbst und dir das Spiel dann sagt, komm, du spielst so scheiße, hier, ich schalte erstmal Modus einfach frei. Hier ist etwas Interessantes, wir haben gerade die Kalina N bekommen. Die ist es eigentlich die Waffe von Lady und das heißt auch schon mal nichts Gutes. Gibt es heute einen Run, auf den wir uns freuen? Ich glaube erst morgen wieder. Definiere heute. Jetzt ja, kalendarisch heute ist an sich der 10. Also für mich gilt dann heute auch der 10., sprich Freitag. Kalendarisch heute Bioshock? Und V6. Ja, das wären die beiden. Ich denke, ja. Celeste habe ich jetzt schon so oft gesehen. Ja, das geht mir genauso. Also Celeste ist zwar immer wieder cool anzusehen, aber hab's halt mittlerweile auch schon 3-4 Mal wenigstens gesehen und ich habe es auch 2 Mal davon schon selber mitkommentiert, deswegen ist es jetzt für mich nicht so mehr das Besondere. Wir haben gerade das Devil's Sword Sparta bekommen. Eine verdammt geile Klinge. Weil groß und geil und sieht stylisch aus. Und ist groß und ist super und ist cool. Und der Chat macht gerade aufmerksam, wir haben die 900.000 Dollar gerade erreicht. Hier schon die ersten Rummels. Ich denke mal, das können wir noch besser, Chat, oder? Richtig. Los, haut mal richtig raus hier. Zeigt mal, was, dass ihr alle noch wach seid und dass ihr es drauf habt. Allgemein Rummel! Steht auf Klingen. Natürlich. Also Brintro ist jetzt lieb, weil du stehst auf Klingen, hat er geschrieben. Ach, gut gemachte Schwerter. Komm, Chat. Chat kann das. Chat kann rummeln. Komm, 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 komm. Yeti Matty, who are tuned in every day after school. Hi. Keep that $5 train going. Ich weiß, dass er Chat rummeln kann. This is another backup orb tree that I'm just gonna grab just for safety purposes. Yeah, so even though we're that number looks like a lot. 46,000 seems like a lot. Das sieht doch schon mal schön aus. Ja, guck mal. Grummeln darfst Anakin nicht grummeln. Grummeln kannst du danach. Also ich hätte gesagt, wer hier grummelt, fliegt raus, aber hey. I just broke a white crystal. Nun, wir sind jetzt in der Oberwelt wieder zurück. Wir spielen dann als Dante. Mit stylischem Messerchen. Also ich vermisse ja irgendwie schon Vi, ne? Also wenn ich mich zwischen Vi und Dante entscheiden müsse, ganz ehrlich. Ja, Dante ist cool, aber der Moondance, den er hinlegt in Devil May Cry 5, hat schon so ein bisschen versaut, ne? Hat ein bisschen was von seinem Charme weggenommen. Da ich es noch nicht kenne. Ich würde es nicht mal wundern, wenn sie genau die Szene wirklich zeigen würden. Das ist halt so die Meme-Szene von dem Spiel, kann man sagen. Boah, das Air Hike. Und beziehungsweise, die kommen nach oben. Die sahen mal richtig geil aus. Bam! What the foo? Hier ein 3S, ein Smoking Sexy Style. G-Fog, what the foo? Hast du jetzt keine Ausrede mehr, dem C5 nicht zu spielen? Heilige Scheiße, vielen, vielen Dank.
Oh mein Gott. Tja, jetzt weiß ich, was denn jetzt bei dir läuft. So. Oh, nächste Arena, oder? Nee, einfach nur laufen. Okay. Kommen wir zu jemandem, den kennen wir schon? Den gleichen Spaß normal, nur ohne Pferd. Mikasi F5, Twitch hat momentan gerade wieder Probleme. Ja. Also Mainstream läuft noch. Ja. Also ich musste vorhin auch 3-4 Mal refreshen, bevor der Stream bei mir durchlief. Und meinen Router neu starten, davon mal abgesehen. Mhm. So, wie gesagt, den hier kennen wir schon, nur jetzt ohne Pferd. Der Fight braucht ein wenig länger als die Fights davor, weil ist ja auch nur ein Gänsefüßen relativ großes Vieh in dem Universum. Mehr wird nicht gesagt. Auf jeden Fall, wie bei ziemlich vielen Bossen üblich, einfach mit Kombos bearbeiten und gut ist. Damit ist das Kapitel ja auch gewesen. Wir bekommen ein schickes S als Abschluss und 26k Red Ops. Und die Cavalier, welches da, so wie es ausschaut, ein Motorrad ist. Und kommen zu Episode 12 mit Dante. Dante. Oh. Glaubst du, 14, 15? Ich glaub so in dem Dreh, ja. Weil sind halt weiß, alle relativ kurze Kapitel. Weil ich weiß zum Beispiel vom DMC 3. Oh, Triple S! Sexy? Richtig sexy. Bei ihm so aus Hüfte, passt schon. 20 Kapitel wird uns gesagt. 20 sogar, okay. Okay. Ich hab jetzt beim Schnelldurchlauf gucken nicht besonders drauf geachtet. Weil ich mich mit der Story nicht allzu sehr spoilern wollte ursprünglich. So. So und S und O. Beim Ironischen ist, du sagst, du wolltest dich bei der Story nicht so spoilern lassen, kommentierst aber den Speedrun mit mir, wo du ganz genau weißt, dass ich dich spoilern werde. Ja. Und? Passt schon. Dann stell dich mal auf Mega-Spoiler ein, Katze. Na jo. Ich hab nichts. Du, mir machen Spoiler insofern, wenn ich dann selber reingehe und sage, okay, ich weiß, dass ich mich spoilere, ist das was anderes, als wenn ich es über Twitter oder Internet erfahre. Weißt du? Dann setze ich mich grundsätzlich selber der Gefahr aus. Ist jetzt bei Kapitel 12 hat jetzt noch über eine Stunde Zeit. Der WR liegt aktuell, weil es nämlich auch von dem Runner selber kommt, aktuell bei einer Stunde und 23 IGT. Das ist aber, da kannst du, was waren das? Knapp 20 Minuten draufrechnen, dann hast du die Realtime. Und ehrlich gesagt ist mir zwar auch ein Rätsel, weil ein geübter DMC-Spieler sollte eigentlich TM keine Probleme haben, diesen Run zu laufen. Aber ne, man möchte ja nichts hervorbeschwören und man möchte ja auch, wenn irgendwas schief geht, sei es ein Freeze oder irgendwas oder du ein Kapitel halt deswegen auch neu spielen willst, willst du selber noch ein bisschen Zeit haben, also das Estimate absichtlich ein bisschen höher drehen, damit eben du notfalls diesen Fehler oder halt diese Technical Issues halt ausbügeln kannst. Deswegen ist das Estimate häufig etwas höher, also auch hier etwas höher angesetzt.
Einfach groß Rummel schreiben in Caps, dann kriegst du das Rummel-Emote. Du musst aber FFC, glaube ich, dafür aktiviert haben. Ja. Hier haben wir großen Oberdämon, den hauen wir aufs Maul. Ich habe zum Beispiel das, ich benutze momentan einen Browser, wo FFC noch nicht für supported wird. Deswegen werden bei mir die ganzen Emotes nicht angezeigt. Das ist relativ nervig. Batterien hier. Oh, großen Dämon aufs Maul gehauen. Cutscene, Cutscene, Cutscene. Episode Ende. Nächste Episode. Ja, wie ich schon gesagt habe, also die Kapitel sind alle relativ kurz. No. Aber sie haben es halt in sich. Jupp, 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 jupp. Dieser Story werden wir nicht groß spoilern, außer dass wir hier gerade Lady sehen. Und Nico. Und Nico. Und Dr. Faust. Das Incentive wurde leider, so wie ich es mitbekommen habe, nicht gematcht. Beide Incentives glaube ich nicht. Ja, beide Incentives schon mal gar nicht, weil wenn das eine die Schwierigkeit hochdrehen gematcht worden wäre, hätten wir jetzt auch schwierige Gegner gehabt. Hier nochmal eine Runde Dings kaufen, Upgrades kaufen, Armor kaufen. Und dann geht es auch schon weiter. Yay! Red Queen called Red Queen Combo D, and it's going to give Nero a launch that we'll use later on. I'm also going to set up a couple of magazines. One of them is just going to bust the Kapitel 13. So einen verdammten Ohrwurm. An diesem Devil Trigger Song gerade. Der läuft so gerade in Dauerschleife in meinem Kopf ab. Hoshi, die Zeitangabe, also das Estimate von 2 Stunden 18, ist eine Zeit, die der Runner selber angegeben hat, was er glaubt, was er braucht für das Spiel oder für den Run. Ist insofern eigentlich nichts Besonderes, wenn er drinnen bleibt. Nur ist es halt gerade für Veranstalter sehr gut zu wissen, wie lange ein Runner glaubt, wie lange er braucht, um halt zu planen. Und auch abzuschätzen, okay, er ist jetzt beispielsweise, malen wir mal kurz gerade einen Worst Case aus, er wäre schon bei 2 Stunden 30 und ist noch nicht mal beim letzten Endboss. Dann kann es sehr gut sein, dass der Veranstalter sagt, okay, nee, hier ist Cut, wir müssen weitermachen. Also so konsistent, wie er durchgeht, ganz ehrlich, der wird, also er müsste schon alles wahrscheinlich nicht mal ans Estimate rankommen. Nicht im Leben, nicht. Und das ist halt, Runner gehen halt hin und setzen das Estimate absichtlich höher als ihre PB oder den WR, den sie halten, um eventuelle Schwierigkeiten etc. Gleich mit aufzufangen. Es ist eine nette Info für uns, Restreamer, es ist eine nette Info auch jedenfalls für die Zuschauer. Es ist halt für jeden eine nette Info. Zu wissen, okay, wie lang ist wirklich ist geplant und wie viel Zeit muss ich mir jetzt als Restreamer zum Beispiel einplanen, diesen Run zu kommentieren. Der WR ist insofern, die Zeit kann man leicht in die Tonne treten. Weil also der WR ist ungefähr 1,40 vom Realtimer her. Ungefähr Pi mal Daumen, aufgrund dessen, weil der IGT zählt die Zeit ohne Cutscenes, ohne hier diese Story-End-Screens, ohne Zwischensequenzen, ohne alles. Dafür haben ohne Ladezeiten, gerade die Ladezeiten, die machen sehr, sehr viel aus bei dem Game. Oh ja. Und die haben halt in der Community einen sogenannten Autosplitter. Das bedeutet, das Spiel, also das Programm splittet die Zeit für dich und das ohne die Ladezeit. Und deswegen kommt dann eine IGT, eine In-Game-Time von 1.23.11 zustande. So. Da ist er ja wieder. Ja, das ist auch das Letzte, was ich wirklich effektiv gesehen habe. So, und die Realtime, also die Realtime, die
die sagt aus Zeiten mit Loading Screens. Und da wären wir bei ungefähr 1,40. Ja, und das Problem bei Devil May Cry 5 ist halt, also generell bei jedem Devil May Cry hat die Ladezeiten, die sind, ja, die brauchen einen Moment, aber dafür hast du halt innerhalb der Level keine Ladezeiten, das ist schon okay. Und hier haben wir Hunter Rufart. Nee, Hunter. Also, das Spiel ladet halt, oder lädt halt, die Areas vor. Ja. Deshalb meistens dann nur noch, wenn man dann bestimmte Punkte erreicht in der Area, dann die Gegner eingeladen werden müssen, was halt generell die Level um einiges verschnellert und von Rucklern befreit, die durch eventuelle Nachladesequenzen auftreten könnten. Ja. Das Ding ist nämlich, und das ist auch etwas, warum ich mich frage, warum DMC5 so, ich sag mal, casual gespielt hat, weil gerade diese Mechanik, Level schon vorzuladen, lädt eigentlich praktisch dazu ein, richtig coole Out-of-Bounds-Aktionen zu laufen. Aber anscheinend haben die Runner bisher noch nichts gefunden, was sie effektiv nutzen könnten. Bis halt auf das, ich glaube, Level 3, was das war, wo wir halt uns durch die Wand out-of-bouncen und dann in der Kanalisation schon landen. Also anscheinend gibt es noch nichts, was wirklich nutzbar ist, weil sonst wird es der Runner wahrscheinlich machen. Man könnte sich mit dem Autosplitter die Cutscenes ansehen, ja. Weil die Zeit, die IGT läuft ja nicht weiter. Allerdings wird auch die Realtime mit angegeben. Sie würde dann komisch aussehen, wenn du eine IGT von, ich sag jetzt mal, jetzt im VR 1,30 grob hast, dann aber eine Realtime von 4 Stunden noch irgendwas. Da werden sich deine Kollegen auch fragen, so, was hast du gemacht? Was zum Himmel? Ja, Albtraum. Free Nightmare stand gerade an dem Button Press. Und auch hier den altbekannten wieder mal platt machen. Diesmal Schattenbild. Ach ja, wie. Bam. Toll. Die Attacke war cool. Und er schleppt sich hier gerade anscheinend leicht angeschlagen durchs Level. Wird wohl Story-wise wohl eine Erklärung haben, die wir jetzt nicht hier liefern, weil wir nicht allzu sehr spoilern wollen. Weil das Spiel kam gerade erst 2019 raus. Ich meine, das Spiel, so der Run spoilert schon ziemlich viel und wir wollen es nicht neu übertreiben. Nein. Die Spoiler, die wir da sehen, müssen reichen. So. Damit hast du mir gerade meinen sämtlichen Sinn, hier zu sein, genommen. Hat Christenkeks. Nee, ich mag das Christenkeks und einen Kuchen und ein Eis. So. Nee, das Problem ist einfach bei so relativ noch neuen Spielen. Ich meine, klar, jeder hat selber Schuld, der sich einen Speedrunner dazu anguckt. Aber ich will es halt auch nicht ganz so übertreiben. Ja, letzten Sommer, das ist das Problem. Wenn das jetzt ein 20 Jahre altes Spiel ist, so wie gleich Final Fantasy VI, dann ist es was ganz anderes als jetzt eins, was 2019 rauskam. Nein, das ist nichts anderes, weil ich zum Beispiel habe auch noch nie Final Fantasy VI gespielt und ich kenne die Story auch noch nicht. Bei Final 6 ist ja auch schon mittlerweile 20 Jahre alt. Ja, und ich bin 25. Ja, merkst du was? Mikasi reicht dir gerade einen Keks und Kuchen und Eis. Ja, Mikasi führt wenigstens mit mir. Oh. Ich auch, du. Ich auch. Aber wir müssen es positiv sehen. Keiner von uns ist so alt wie Veni.
Richtig. Das ist unser einziger Trost, den wir haben. Ja. So, Spikies. Spikies Hour. Springen wir drüber. Well done. Ja, genau das gleiche. Spikies Hour. Laufen wir durch. Spikey ist doof, springen wir dran vorbei. Spiny ist so alt wie die Zeit selbst. Ja. Nochmal Spikey, finden wir doof. Arena. Ach ja, Nero. Nee, Vinny ist nicht die Zeit, aber er ist so alt wie die Zeit. Also er kommt nah dran. Super cooler Move übrigens, wie er den Gegner gepackt hat, wie ein Geowurf dann auf den Boden geschmettert hat. Sehr cool. Ich mag die Combo. Aber auch das dient hier einfach nur, um Zeit aufzubauen. Bunny, du darfst doch nicht die ganzen Darwinisten hier triggern mit, der, mit dieser Aussage. Und wir laufen und wir laufen. Und wenn wir nichts zu tun haben, dann laufen wir auch heute noch. I will walk 500 miles and I will walk 500 more. Ja, warum hat den Typen da gerade aufs Schild gesprungen ist, ist mir allerdings nicht begreiflich. Wird irgendeinen Grund wird's gehabt haben. Wir können in guter Devil May Cry Manier auch ein paar Wände kaputt machen. Das geht. An bestimmten Stellen. Dürfen Sachen putt machen. Weiter singen, ich fühle mich unterhalten. Nein! Jetzt müsste man Liedtext raussuchen. Es geht ja hier um den Run und nicht um das Singen, denn wir verkloppen hier gerade noch so ein Vieh und noch so ein Ritterdude und generell alles, was uns in den Weg kommt. Weil wir sind Nero und wir haben eine Mission. Bitte, Sephiroth. Oh Mann, ich krieg das irgendwann noch hin! Okay. Sephiroth? Nein, eben nicht. Lies mal richtig. Sephiroth. Ja, ist wahrscheinlich die beste Lösung. Weil ich verhau das jedes Mal. Ich weiß es, aber ich denke denn jedes Mal nicht dran und spreche es trotzdem wieder falsch aus. Sein kein kluges Yuki, okay? So. Find's übrigens beachtlich, wie viel Rote Osman selbst als in einem Speedrun noch zusammensammelt. Obwohl man, ich sag mal, alles das, was nicht unbedingt Arena ist, halt auslässt. Finde ich persönlich doch interessant zu sehen. Und daher hier haben wir ein S für Nero. Oh, danke dir, Doom. Ich sehe das mal als Kompliment an. Selten die Dinger, dass hier Nero auch mit einem 2S rausgeht. Das war ein sehr interessanter Sprung. Und an den Dingern an der Statue können wir dann erstmal wieder Customs kaufen. Vermisse wie. Mehr wie Action bitte. Und wir kommen zum einen Gegner, den ich persönlich ziemlich cool finde. Halb Geier, die Ladies obendrauf. Vom Artwork her ziemlich genial gemacht. Also generell, wie vorher auch schon gesagt, also Design von Devil May Cry ist halt schon cool. Ja. Absolut, einfach cool. So, this is like an 18-year-old boss concept. Kommst zum Ende hin genug wie
Ja, ich darf ja nicht drüber reden. Doch nicht. Ach, über die Sache darf ich dann reden, oder wie? Weil sie eh offensichtlich ist. Okay. Hey, so did you know this was a boss concept from this game? Oh, dead. Das haben wir auch weggeklatscht. Nächstes Level. Das war 15. Jetzt kommen wir zu 16. Mit Dante. There's a very, very likely chance that I can kill her before she comes back up. Sehen wir noch ein wenig customizen werden. Nämlich GS Style 2 und 3. Und 4 auch noch. Wir haben genug Gold Points. Ach, Points. Orbs. Also von daher, wir können da ruhig bei Dante ein bisschen was draufhauen. Ja, und Dr. Faust. Hasn't played this game, I'm gonna inform you. Now there's no consumable items in this game unless you have devil honey. There's no like holy water, devil stars, or vital stars. But there is the Faust Meteor. Sorry, dass ich jetzt sagen zu müssen, aber Resident Evil war schon, das war ein sehr schönes Kommi. Mach dir aber keine Sorgen, das VOD wird nächste Woche ungefähr auf YouTube sein. Ja. So. Wenn Dante nicht schon vorher Badass war, jetzt sind wir ultra Badass. Und dann wir just kill this guy. Oh. Okay. His hitbox is really finicky as he's spawning sometimes. So. Ihr seht, dass Dante ein hübsches Motorrad hat, mit dem er Gegner verprügelt. Vielen Dank für den Host, Berlin Dude. We have a lot coming in and we're still about $3,000 away from Final Fantasy 6, so keep those coming in. We have a $40 donation from 3D Assassin. Auch hier kaputt machen. War möglichst stylische Art und Weise. Und wie ich schon sagte, also irgendwie Dante und V schaffen es viel besser, den Style-Meter hochzutreiben. Ja. Ne? Jetzt hier in der kleinen Sektion, sag ich mal, mit dreifach ist raus. Puh. Ich habe aber gerade auch gesehen, Dante trägt den Hut. Ja. Dieser Hut sorgt dafür, dass man auch mehr Red Orbs bekommt. Ah. Cool. We have a Alfredo sends a $250 donation. So. And they say generell einfach goddamn amazing. Ja. Das so oder so. Scott Benson sends along a donation of $500. Yeah. And Scott says in 8th grade. Da kann glaube ich auch keiner was anderes behaupten. Ja. 30 years later, it feels like I made the right choice. So, hüpfet die Hüpf. Immer weiter runter ins Verderben. Ja klar, man muss für den Hut Red Orbs ausgeben, aber man bekommt halt in dem Sinne auch relativ viel dafür zurück. Ja. Also von daher lohnt sich das dann halt auch schon wieder. Devil Trigger. Und bam. Das in der falschen Reihenfolge gebracht. Hm? Das ist in der falschen Reihenfolge gebracht. Im Song ist das andersrum. Also. Bindenkacker-Modus. $25 from the Andersons, who says, what an exciting Devil May Cry run. This game looks awesome to run. Donation goes to the. Ah, ihr seht, es geht sich sehr viel jetzt bei Dante um die overpowered. Waffen zu nehmen, um schnell die Gegner platt zu machen. Ressourcen egal. What's Dante's favorite dessert? Devil May Pie. Devil May Pie. Much love, Mango, much love. Thank you. Got time for more? One more. One more? All right, we have $5 from still fast. Und wir hüpfen durch die vermutlich Eiswelt. It shows me how much I have to learn if I go back and play nächsten Endboss. Let's kick cancer's butt. Denn er versucht jetzt gerade hier. And here is Cerberus. Sag ihm nur mal aus. Okay. Ein Cerberus. Ein dreiköpfiger Fluffy. Yay, Fluffy! Unter anderem bekannt aus Filmen und Spielen wie Harry Potter. Und aus dem ersten Teil haben wir auch so einen
diesen Wow-Wow im Keller gehabt. Oder Kingdom Hearts. Ja. Also die, die mythologische Figur kommt ein paar Mal häufiger im Spiel vor. Wir knallen gerade alles auf dieses Monstrum drauf, was wir haben. Damit schnell Geschichte ist, damit wir schnell weiter können, weil wir sind Speedrunner, wir haben keine Zeit. Und dann ist das Kapitel abgeschlossen. Ich hab Harry Potter gesagt, oder? Ja. Dort? Du hast Harry Potter gesagt. Nächstes Kapitel ist Mission 17. Gespielt als Dante. Und mich verlässt langsam so ein bisschen meine Stimme. Dann denke dran, stay hydrated. Das geht jetzt auch für euch, Chat. Jo. Fangen die drei stärksten Kapitel an. Jo. Ja. Und die sahen auf das, also das, was ich dann gesehen habe, in zweifacher Geschwindigkeit schon ziemlich cool aus. Jetzt kommen auch generell die meisten Bosse. Wundert mich nicht, ist ein Devil May Cry. wie lange wird das noch? Also geschätzt würde ich jetzt noch sagen 20 bis 25 Minuten. Ja, würde ich auch. Gehe ich mit. Definitiv. So Pima, da war die letzten Kapitel dauern dann doch schon etwas länger. Also man hat jetzt halt hier sogenanntes Bosskampfkapitel, kann man sagen. Mhm. Generell Bosskampfkapitel, die jetzt kommen. Und dementsprechend kann es da schon so ein bisschen länger dauern bei verschiedenen Sachen. Mhm. Ach, es gibt mittlerweile von der Kalina N schon eine zweite Version. Okay, gut. Nehme ich mit. Stimmt, kleiner Side-Fact. Die Namen Dante und Virgil kommen aus dem Buch Dantes Inferno. Gar nicht mehr dran gedacht. Batzi. Hast zu viel Insider-Wissen. Hm, nur passt. Erzähl mir mehr. Und gleichzeitig lass uns darüber reden, wie cool der Hut und der Schal von Dante sind. Die sind schon stylisch, aber was erwartest du von einem Dante, bitte? Jedenfalls kein Moondance. Das hat sehr, sehr viel von ihm kaputt gemacht, für mich. Och. Geht. Wenn es übrigens um die göttliche Komödie Dantes Inferno geht, das werden wir gleich, hier spoilere ich tatsächlich, gleich in Final Fantasy VI nochmal wiederfinden. Weil, und Spoiler, und wer hätte es gedacht, der Endkampf mit Kefka ist 1:1 aus dem Buch geschrieben. Für all diejenigen, die sich übrigens Sorgen machen, ich denke mal nicht, dass es irgendwelche Probleme gibt mit dem Matching von Final Fantasy VI. Also die Leute werden dafür sorgen, dass das Spiel gematcht ist. Okay, finde ich gut. Weil es las ich vorhin auf Twitter noch ein bisschen anders. Und wenn das tatsächlich gematcht wird, es ist mein Lieblings-Final Fantasy. Ne, klang das auf Twitter noch anders? Das klang vorhin auf Twitter noch ein bisschen anders. Aber das ist auch, die Info ist aber auch schon noch 11 Stunden alt. Also normalerweise war es bisher bei jedem GDQ der Fall, dass sie Incentives matchen, vor allem für die Bonus-Games. Genau, dass wenn bei Donations, also wenn Donations reinkommen, wo jetzt zum Beispiel kein Goal angegeben ist oder so, dass sie diese mit auf Incentives eintragen. Machen sie eigentlich relativ häufig, also von daher würde ich mir da nicht so viel Sorgen machen. Oh. So, Pantherchen down, Nightmare down. Das war das nächste Kapitel. Nur ein A? Jetzt bin ich enttäuscht. So,
kommen wir zum Kapitel Virgil. Hallo Virgil. Hallöchen. Ich jetzt meine Anekdote bringen. Ich finde das cool, vor allem, wie die sich erst ja, gegenseitig anlinsen und dann bam. Generell Virgil und Dante, das ist halt immer wird sich niemals ändern. Niemals. Nee. Und dann zu Kapitel 20 True Power. Okay, dann haben wir uns ein bisschen verschätzt, schätzungsweise, was in Gänsefüße ins Estimate angeht. Weil jetzt geht Nero auf Virgil los. Nero ist hart triggert. Nee, ich kann nicht verstehen. Bam, 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 buff. Ah, ehrlich. Ich brauche eine Fedora. Kann ich voll verstehen. Aber man ist ja mit einem Fedora auch immer gut angezogen. Ist einfach Style. Und ja, auf jeden. Das war Devil May Cry 5. Und ja, Time kam jetzt ziemlich schnell. Ich hätte auch gedacht, das Ding hat dauert. Aber vielleicht macht das auch das Gefühl bei dir mit den Cutscenes. Das kann sein. Everybody else that I missed, this is the Cosmic with Devil May Cry 5, and I just want to let everybody know that preventing cancer is stylish. So. Wo ich das so sehe, mein Gott, sind die alt geworden. DMC is back. Also, Dante finde ich aber mehr als Virgil, muss man ehrlich sagen. Virgil schaut noch um einiges jünger aus als Dante vom Design her. Ja.